Wir sind hier alarmiert worden in den Ortsteil Leinfelden, in den Fasanenweg. Hier haben mehrere Bitumenbahnen auf dem Dach eines Neubaus gebrannt. Gut, auf der Anfahrt hat es sehr, sehr stark geraucht. Also man konnte hier eine starke Rauchentwicklung wahrnehmen. Wir sind dann zur Erkundung vorgegangen, was erstmal brennt auf dem Dach. Ja, die Schwierigkeit war erstmal auf das Dach zu gelangen, was jetzt aber gut gelungen ist durch den Einsatz der Drehleiter und des Bauaufzuges, der hier noch installiert ist. Und dann konnte man schlussendlich die Löscharbeiten beginnen. Also es haben halt mehrere Bitumenbahnen gebrannt, aber wie viele an der Anzahl oder in Metern ausgedrückt, kann ich jetzt aktuell nicht. Nein, es gab glücklicherweise keine Verletzten. Die Baustelle war auch größtenteils geräumt, als wir hier eingetroffen sind, sodass die Feuerwehr sich auf das Wesentliche des Feuerlöschens konzentrieren konnte. Gut, der Einsatzleiter hat sehr schnell eine zweite Drehleiter nachgefordert, da am Einsatzbeginn noch nicht klar war, wie sich das auf dem Dach ausbreitet. Diese Drehleiter ist dann nicht mehr zum Einsatz gekommen und konnte die Einsatzstelle recht schnell wieder verlassen. Wir sind mit 10 Fahrzeugen insgesamt vor Ort, die Feuerwehr Leinfelden Echterdingen und die Drehleiter aus der Nachbargemeinde Filderstadt mit rund 46 Einsatzkräften.